Guten Morgen miteinander, wir sind wieder zurück von Krigo daheim. Und wir sind heute hier, Karin und ich. Wir erzählen euch heute die Geschichte von Ostern. Letztes Mal haben wir es ja vom Judas gehabt, wie er Jesus verraten hat und was dort nachher mit dem Judas passiert ist. Und jetzt heute geht es um Ostern. Cool. Ihr... cool. Ja, mega cool. Mhm. Sitzt ihr auch so bequem wie wir da? Ja, alles geht. So ganz bequem ist. Nein, eigentlich ist es nicht bequem. Es ist nicht bequem, Karin. Nein, irgendetwas ist da unten her. Ein bisschen so, schau mal. Nein, 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 es stört mich etwas. Was ist denn das? Kannst du mal schauen? Oh, 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 schau jetzt. Oh. Ist gerade ein Ei rübergekommen. Ein Ei? Bist du auf dem Ei gesessen, Karin? Oh, ich habe ein Ei ausbrütet. Oh. Ist etwas rausgekommen? Noch nicht gerade. Komm, wir legen mal ein Ei hier an. Vielleicht kommt okay. Noch etwas. He? Ist gut, so ist gut. Gut für mich. Ja, ist gut. Okay, super gut. Ich hoffe, ihr seid auch bequem. Vielleicht sitzt ihr auf dem Sofa oder in der Stube oder im Zimmer. Ich weiß es nicht. Macht es euch auf jeden Fall bequem. Und so dann starten wir. Parat, Karin? Genau, auch parat. Schön, okay. Dass ihr da seid. Möchte ich auch noch sagen. Das ist gut. Also, dann starten wir. Und zwar habe ich hier Bilder. Karin, siehst du es auch? Oh nein, kannst du es ein bisschen... Ja, so? Ja, so ist gut. Jetzt okay. Sehe ich. Gut. Und zwar genau... Jesus, ja, der ist vor das Gericht gekommen, weil alle Menschen haben gesagt, der ist schuldig, den wollen wir verurteilen, das ist nicht ein guter Mann. Und die vor Gericht haben dann probiert herauszufinden, was Jesus gemacht hat, dass die Menschenmenge so aufgebracht ist und dass alle wollen, dass er gekreuzigt wird. Und so ist er vor den Pilatus gekommen und vor den König Herodes, nachher wieder zum Pilatus und die sind... haben dann gesagt, wenn du der König bist von den Juden, dann wollen wir dir auch eine Krone geben. Aber sie haben ihm nicht eine normale Krone gegeben, sondern eine Dornenkrone. Und haben ihm den Kopf angedrückt. Sie haben ihn angespuckt ins Gesicht. Oh nein. Und sind gemein zu ihm. Und schlussendlich haben sie ihn dann wirklich ans Kreuz genagelt. Weil die Menschen, die haben geschrauen vor dem Gericht, haben die geschrauen, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Und der Pilatus hat nicht mehr anders können, wie zu sagen, also, wenn ihr das wollt, ich bin nicht schuld, aber wenn ihr es wollt, dann machen wir das. Und so war er am Kreuz gewesen, mit echten Verbrechern. Neben Verbrechern, neben Mörder war er. Und das war am Freitag gewesen. Und am Mittag, wo es eigentlich hell wird draussen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist jetzt gerade im Moment. Bei uns ist es gerade mega hell draußen. Mhm. Ganz hell. Mhm. Ja. Und das war dort dann auch so gewesen, aber auf einmal ist es dunkel geworden. Als wäre es Nacht. Stockdunkel. Und für 3 Stunden. Und am Schluss hat Jesus zum Himmel geschaut und gesagt, Vater, in deine Hände gebe ich meinen Geist. Und so ist er gestorben in dem Moment. Und im gleichen Moment, als er gestorben ist, hat es im Tempel einen dicken, dicken Vorhang gehabt. Und der ist auf einmal gerissen. Einfach in der Mitte durchgerissen. Mhm. Und jetzt schau, Karin, das ist nicht so ein dünnes Vorhängchen, wie wir hier haben, daheim. Und auch nicht ein bisschen dickeres Vorhängchen. Das war ein richtig dicker Vorhang. Den konnte man nicht einfach verrissen. Und der ist einfach gerissen? Der ist einfach verrissen. Und es war dunkel gewesen. Und es war dunkel gewesen draussen, ja. Und da haben gewisse Menschen haben da gedacht, ha, ist echt das vielleicht doch nicht unbedingt ein Mensch gewesen, der etwas Schlimmes gemacht hat. Wer ist echt das gewesen, der da gestorben ist? Ja, hätte sich auch vorher müssen überlegen. Das stimmt. Ja. Ja, hast du recht, Karin, genau. Das war dann natürlich schon zu spät gewesen. Und dann... hat es natürlich Frauen gegeben, die Jesus gut kennt haben. Es hat Jünger gegeben, die mit Jesus immer unterwegs waren. Es waren gute Freunde von Jesus. Und die waren traurig, weil Jesus ist gestorben. Bis zum Schluss haben sie noch gehofft, vielleicht stirbt ja Jesus nicht. Und dann ist er wirklich gestorben und da waren sie mega traurig. Und es hat noch einen Mann gehabt, den Josef. Der Josef? Der Josef. Und das ist nicht der Vater. Mit der Maria? Nein, eben nicht der. Genau. Nicht der. Das war ein anderer Josef. Der hat auch Josef geheißen und war ein reicher Mann.
der hat sogar ein Grab gehabt. Für sich schon gekauft. Falls er dann mal stirbt, hat er schon ein Grab. Und das war früher noch nicht so günstig. Da hat man nämlich eine richtige Höhle gebraucht, wo man... Höhle? Aha. Wirklich? Ja. Ja, eine richtige Höhle, wo man die Leute begraben hat. Die reichen Leute hat man dort begraben. Und er ist gegangen zum Pilatus und hat gefragt, darf ich Jesus vom Kreuz abnehmen und darf ich ihn in mein Grab hineinlegen? Und das hat er gesagt, ja, du darfst. Und so haben sie das gemacht. Sie haben ihn abgenommen, haben ihn eingewickelt in die Tücher und haben ihn dann begraben. Jetzt musst du noch wissen, Karin, das war am Freitag. Das wollten sie unbedingt machen am Freitag, weil... Warum? Am Samstag war Sabbat. Und hast du auch schon gehört? Habe ich auch schon gehört, aber ich weiss nicht genau. Ich sage es nochmal, am Sabbat, dort hat man nichts machen. Nicht mal kochen. Nichts machen? Nichts hat man machen. Das ist aber schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und darum haben die Menschen alles am Freitagabend noch schnell machen, damit sie am Samstag dann nicht nur das machen oder sie hätten es gar nicht machen am Samstag. Ja. Und dann, auch am gleichen Tag, haben dann die Römer einen grossen Stein vor das Grab angekugelt. So einen richtig grossen? So einen richtig grossen, wo man ja, vielleicht nicht mal mit 5 Männern oder so hätte wegnehmen können. Wirklich einen grossen Stein. Und sie haben Wachen vorne hergestellt, damit sicher nicht Jesus aus dem Grab rausgeklaut wird. Das ist gescheit. Ja, das haben sie dort gemacht, genau. Und am Sonntagmorgen früh, gerade wo man wieder hat dürfen, etwas machen durfte, sind die Frauen, die um Jesus herum waren, sind mit ganz teuren Salben und Öl und Gewürz, haben die Jesus einsalben. Das hat man früher noch so gemacht, wenn jemand gestorben ist. Und so haben sie auch ein bisschen Angst gehabt, wie sie gedacht haben, wie kommt man denn da rein, wenn der Stein ja, der Riesenstein, wie geht denn das? Genau, das haben sie sich auch gefragt. Und denkt, wie wird das gehen? Wie können wir das machen? Kranen haben sie ja keine gehabt, oder? Also eine Krane, das wäre eine gute Idee. Das haben sie auch nicht gehabt. Genau. Und so sind sie mega erstaunt gewesen, wo der Stein weg war. Ja. Der ist einfach weg gewesen? Der ist einfach weg gewesen. Und sie sind verschrocken, wo sie einen Engel gesehen haben. Ein Engel, der ihnen gesagt hat, ihr müsst keine Angst haben, aber was suchen ihr den Lebenden bei den Toten? Der ist nicht mehr da, der ist auferstanden. Und dann hat er noch gesagt, der Engel, hey, erinnert euch doch daran, was Jesus euch doch gesagt hat. Er hat es euch doch schon gesagt. Und da konnten sie sich wieder erinnern. Jesus hat es ja schon mal gesagt, dass er wird sterben und dass er wieder wird auferstehen. Wenn sie es wieder erinnern. Und sie haben sich gefreut und sie sind gerannt. Schnell haben sie es den Jüngern erzählen. Sie haben es allen erzählen, weil es so eine fröhliche Botschaft war. So cool. Und sie sind gegangen und haben es ihnen erzählt. Oh, bevor sie es erzählt haben, haben sie noch Jesus getroffen. Auf dem Weg ist ihnen Jesus erschienen. Und sie haben sogar seine Hände sehen können. Siehst du da, schau. Seine Hände gesehen, die eine Wunde noch dran hatten. Und Jesus hat ihnen gesagt, geh schnell zu den Jüngern. Ich werde auch ihnen werde ich noch erscheinen. Ich werde mich ihnen noch zeigen. Und dann sind sie zu den Jüngern gekommen. Was denkst du echt? Was haben dich die gemacht? Weiß auch nicht. Weißt du auch gar nicht? Nein. Komm, wir schauen doch mal. Komm, wir schauen. Und die Jünger waren so erstaunt gewesen und haben gedacht, was erzählen die Frauen da? Und trotzdem hatten sie etwas Hoffnung und sind schnell zum Grab gerannt. Der Petrus ist am schnellsten gerannt. Und der hat ins Grab hinein und hat wirklich so alles gefunden, wie es die Frauen gesagt haben. Es war leer, der Stein war weg. Und später hat es dann auch noch Jesus gesehen. Auch alle Jünger miteinander noch. Auch noch einzelne Jünger haben Jesus noch gesehen. Und irgendwann ist dann ja Jesus in den Himmel hochgefahren. Aber das ist jetzt nicht das Thema heute. Das ist dann von Auffahrt. Genau, aber heute, an Ostern, feiern wir, dass Jesus wieder lebt. Dass er wieder auferstanden ist. So gut. Genau. Aber weißt du was?
Mhm, irgendetwas verstehe ich jetzt einfach doch nicht so ganz. Die Jünger, die sind so erstaunt gsi, was sie das gesehen haben. Mhm. Aber eigentlich hätten sie es ja können wissen. Mhm. Jesus hat ja das immer wieder gesagt voran. Mhm. Sind die so blöd gsi oder? Also du sagst, dass eigentlich hätten die Jünger können wissen, dass Jesus ja stirbt und du verstehst. Ja, genau, das hat er doch immer gesagt. Mhm. Und hätte gar nicht mehr so traurig sein. Hätte gar nicht mehr so traurig sein, eigentlich. Das ist ja, vielleicht schon ein bisschen, aber im Moment. Aber eigentlich hätte sie es ja gewusst. Hey, das ist eine mega gute Frage, Karin. Das ist wirklich eine gute Frage. Weißt du was? Ich glaube, wir lassen die Kinder auch noch geschwind überlegen. Oh ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht haben die auch noch eine gute Idee. Sollen sich die Frage auch noch schnell überlegen? Wir zwei überlegen es uns auch noch. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Okay, das ist gut. Gut.